Hey und herzlich willkommen zu meinen Thumbcraft-Tutorials. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie man hier diese schönen kleinen Zepter baut, beziehungsweise wie man die erstmal erforscht. Ich habe aber anscheinend gerade kein Papier in meinem Inventar. Das ist natürlich verdrießlich. Das ist mir nicht aufgefallen. Da haben wir noch Papier. Gut. Dann können wir das nämlich uns die Forschung dafür holen und uns mal angucken, wie man die baut. Zepter sind grundsätzlich die Zauberstäbe, die quasi nur dafür da sind, um sie in einen Crafting Table zu legen. Und sind aber sehr, sehr groß, also haben eine sehr große Fassungsweite. Ich glaube 150 Magie, die quasi aufnehmen können. Und das ist ja schon echt ziemlich cool. Genau, und darum machen wir das mal eben. Das mit dem Rezept sollte eigentlich ganz schnell gehen. Ah, machen wir es mal. Machen wir es mal hier rüber. Mit ein bisschen Feuer. Und einem Lux. Was haben wir da? Das benutzt man auch nicht so häufig. Dann nehmen wir die. Und ja, nehmen wir einfach mal den hier. Den Kristall. Davon hat man ja meistens auch eine Menge. Genau. Und da haben wir unser fertiges Rezept. Und gucken uns das mal an, wie man denn diese Dinger macht, was die so sind und sowieso. Genau. Ja, das, was, wie gesagt, an Zeptern halt besonders cool ist, ist, dass sie sehr viel Zauberstäbe, also sehr viel Energie storen können. Zusätzlich haben die weniger, also verbraucht man beim Craften weniger Magie. Also nochmal zusätzlich zu dem, was sowieso schon die Caps, die man, welche auch immer man da drauf getan hat, sowieso schon machen. Und die können 50% mehr Energie beinhalten als ja, die Cores, die man eben hier reintut. Also je nachdem, was man in die Mitte tut, das sagt dann eben aus, was für eine Grundkapazität der Zauberstab hat. Und dann nochmal 50% mehr. Was natürlich hierbei Sinn macht, ist immer die höchsten Sachen zu nehmen. Also eben eine Silverwood Rod und als Caps dann eben Thormium Caps. Damit eben der Zauberstab so gut wie möglich ist. Man kann aber natürlich auch die geringeren Varianten machen. Sind dann auf jeden Fall besser als die ursprünglichen Zauberstäbe. Aber wenn man das halt eben wirklich ordentlich ausnutzen will, dann macht man sich in der Regel eigentlich schon ordentliche Sachen drumherum. Ja. Ansonsten, was man noch dazu braucht, ist halt so ein Primal Charm. Die haben wir auch schon öfters, glaube ich, mal gemacht. Ist eigentlich relativ simpel, die herzustellen. Einfach von jedem Shard eins. Und ein Balance-Chart in der Mitte und zwei Gold-Ingots. Davon habe ich jetzt schon mal ein paar vorbereitet. Die, ich habe mir irgendwann mal einen Vorrat an den Dingern gecraftet, weil ich weiß, dass man sehr viele für diese beiden Dinger braucht. Wobei wir jetzt hier bei diesem eigentlich nur einen brauchen, von daher ist das noch gar nicht so aufwendig. Genau, ich habe mir auch schon so ein paar Silverwood-Rods beisammen gesammelt. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob ich überhaupt noch Thormium Caps habe. Weil die würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Ah, da sind sogar noch welche. 8 Stück habe ich sogar noch. Wirklich sind die charged? Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich davon auch mehr gemacht habe. Auf jeden Fall sehr gut. Ja, genau. Also, wenn ihr wissen wollt, wie man die Charged Thormium Caps macht oder diese Silverwood Rods, dazu habe ich auch Videos schon gemacht, aber das sind halt eben recht große Sachen für sich. Darum wollte ich das jetzt nicht nochmal in diesem Video machen. Insgesamt ist es halt, so ein Zepter zu machen, schon recht aufwendig, weil halt eben jeder von diesen Caps eine extra Infusion braucht und jeder von diesen Silverwood Rods. Also von daher, da kommt schon einiges zusammen, was man da machen muss. Bei mir sieht das jetzt halt nicht ganz so krass aus, weil ich das schon alles vorbereitet habe, damit das eben hier nicht so lange dauert.
Aber ja, eigentlich ist das schon ein bisschen, dauert das ein bisschen länger alles. Genau, nehme ich mal den großen Zauberstab. Und ja, dann würde ich sagen, versuchen wir das einfach mal zu machen. Packe ich hier die Thormium Caps, genau wie im Rezept halt dahin und oben einen Primal Charm. Oh, der eine ist leer. Oder nicht ganz voll zumindest. Na, gehen wir einfach nach oben hin. Da habe ich ja sowieso meine Aufladestation. Das ist eben auch noch so eine Sache. Es kostet halt echt viel, diese Sachen herzustellen. Diesen Zauberstab. Das da. Und dann eine hier hin und eine dahin. Genau. Ich glaube, der würde es gar nicht hinkriegen. Nee. Also theoretisch dieser Zauberstab, der eben nicht der mit dem Silverwood Rod ist, würde eben das Rezept überhaupt nicht hinbekommen. Also man muss auf jeden Fall diese Vorstufe auch schon gecraftet haben. Diesen 100 Kapazitäten Zauberstab, um tatsächlich das Zepter dann bauen zu können. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen warten, bis sich das aufgefüllt hat. Aber das geht ja immerhin hier ganz schnell, dank meiner schönen Apparatur da hinten. Genau, und jetzt haben wir theoretisch genug von allem. Und wir können unser Zepter bauen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mit diesem Zepter, was halt eben eine Kapazität von 150 hat, genug, um so ziemlich alles zu machen, was man irgendwie machen kann oder craften kann in Thaumcraft. Also das ist das eigentlich das absolute Nonplusultra, was man irgendwie jetzt bauen kann. Es gibt noch andere Varianten der Caps. Also es gibt später dann noch eine zusätzliche Eintragung hier im Thaumonomicon, wo es halt ja um so Void Metall geht, quasi böses Metall mehr oder weniger, wo man noch andere Caps draus machen kann. Dazu würde ich dann aber dann kommen, wenn wir soweit sind. Also man kann auch noch andere, ja, Varianten quasi machen, die dann noch e andere Eigenschaften haben, aber das ist jetzt zuerst so mal das Krasseste, was man so machen kann. Genau, das war eigentlich so das. Ja, sehr viel mehr gibt es eigentlich zu diesem Zauberstab nicht zu sagen, abgesehen davon, dass er eben halt nur zum Craften gut ist. Aber dafür halt eben sehr, sehr gut. Ja, und das ist es eigentlich so ziemlich. Nächstes Mal würde ich sagen, zeige ich euch dann hier, wie man das mit den Zeptern macht. Da kommen dann hier auch noch ganz viele Sachen dazu, weil man natürlich für jeden Core ein eigenes Zepter machen kann. Ja, aber das sehen wir dann, würde ich sagen. Nicht Zep, doch Zepter. Staff, wollte ich sagen. Entschuldigung. Also für jeden Core einen eigenen Staff machen können und wir beschäftigen uns nächstes Mal mit den Staffs. Ja, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!